Hallo Assi-Kreuz-Freunde, willkommen zurück hier beim nächsten Container-Opening-Video und wir haben wieder Themencontainer für euch. Wargaming hat heute Morgen hier die Container in das Spiel gebracht, per Update und wir haben uns gedacht, ich bin zum einen interessiert an der Laso und zum anderen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich ein bisschen Glück habe und hier vielleicht ein russisches Schlachtschiff vorab bekomme. Ich habe es mir genau ausgerechnet, ich brauche 20 Premium-Container, um die Laso direkt freizuschalten, die mich interessiert. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass wir noch ein bisschen Glück haben. Ich möchte euch gleichzeitig natürlich auch ein Gefühl dafür geben, ja, wie hoch überhaupt die Drop-Chance ist bei 21 Containern, die ich jetzt habe. Wie gesagt, das ist natürlich wirklich ein Glücksspiel, das möchte ich euch auch zu belehren. Ich mag Wargaming oder, das heißt, ich mag World of Warships, ich mag das Spiel und ich möchte es supporten und ich betrachte das eher als eine Art von Spende, ja, für World of Warships und klar freue ich mich natürlich, wenn meine Inhalte drin sind, aber oder die ich mir wünsche. Nichtsdestotrotz, es ist am Ende Glücksspiel, das kann bei jedem anders sein. Ich habe die Dinger selber gekauft, ich habe sie nicht gesponsert bekommen oder irgendwas. Nicht, dass da vielleicht irgendwie jemand denkt, was macht der jetzt schon wieder so eine Videos oder so. Ja, viel Spaß und Spannung, fiebert einfach wieder mit. Bei den CVs hat ja richtig ja, Wellen geschlagen, kann man sagen. Und wir fangen jetzt auch direkt an. Ich will jetzt aufhören mit meinem Geschwafel hier. Ihr wollt Container Opening sehen. Also, geht's los. Nicht alle Container, wir öffnen einzeln. Und da geht's los. Erster Container geht auf. Und da haben wir 75 Token, die Drachenflagge und die Victory-Tarnung. Die sieht auch richtig geil aus. Habe ich mir schon auf Fotos angeguckt. So, und weiter geht's. Und da haben wir den ersten Auftrag. Und wir haben die Ismail. T6 ist das schon mal. Super geil, da freue ich mich. Und dann haben wir hier diese, das ist die Victory-Tarnung hier mit EP und Kapitäns-EP und Free-XP und so weiter. Und da haben wir die Skylla, das kann man auch super gut gebrauchen. Wie gesagt, ich hoffe irgendwie, dass die natürlich irgendwie der T8-Dampfer dabei ist, wäre schon richtig geil. Weil dann kann man natürlich richtig gleich auf T9, T10 durchstarten vielleicht. Wenn man hier genug Erfahrung zusammensammelt. Und die Container, die ich jetzt hier öffne und die Pläne, die ich jetzt ziehe, sobald die dann die Schiffe dann noch freigespielt sind, seht ihr die natürlich auch bei mir im Livestream. Genauso wie dann die Laso, die dann am morgigen Livestream stattfindet. Was haben wir heute für einen Tag? Also am 27.04. Gibt es dann einen Livestream, wo natürlich dann diese Schiffe, die wir jetzt hier ziehen, auf jeden Fall zu sehen sein werden. Ja, gucken wir weiter. Da ist der nächste Bonusauftrag und dann ist die Vladivostok! Yes! T8 und T6 haben wir jetzt schon mal, wenn ich das erarbeitet habe, 16.000 Base XP. Das mache ich dann schnell mal heute Abend. Nein, Quatsch, also so schnell geht das dann sicherlich auch nicht, aber ich gebe mir Mühe, die schnellstmöglich freizuspielen. Also, das ist schon mal richtig cool. T8 und T6 und die Token ziehen wir hier weiter. Mal gucken, ob wir die Sammlung vollständig kriegen, das wäre der Hammer. Aber wir wollen hier nicht zu vermessen sein, ich glaube, das ist auch nicht so gut. Aber ihr seht, es geht einigermaßen. Ich habe jetzt 9 Container aufgemacht. Geht einigermaßen. Muss jeder für sich wissen. Also, es ist natürlich auch eine ganze Menge Kohle, was man da so investiert. Dazu muss man World of Warships wirklich lieben. Und da ist der nächste Bonusauftrag und das ist die Shinob. Also T7 haben wir jetzt auch. Das heißt, ich habe jetzt knapp, ich habe genau 10 Container aufgemacht und hatte 3 Aufträge. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da kann man wirklich alle Tierstufen durchprobieren und so. Und jetzt sind sie ja noch Premium-Schiffe. Das heißt, ihr könnt die Kapitäne und herziehen, wie ihr das wollt. Das ist halt richtig cool. Und da ist die Hydra und da ist die Victory wieder. Sehr, sehr cool. Und weiter geht's. Und da haben wir wieder Drache und Victory und die Versorgungsmarken. Na komm, ein Auftrag jetzt noch. Wobei auf den T5 ich am ehesten verzichten könnte. Ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wirklich alles das bekommen, was ich haben wollte. Und hier haben wir nochmal 15 Victory-Tarnung. So, und dann nochmal 15 Victory. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare vielleicht auch schreiben, wie ihr so eine Container-Opening-Videos findet, ob das sinnvoll ist, ob ihr davon partizipiert, ob ihr dann ein Gefühl habt, wie man das einschätzen kann, wie gut die Drop-Chance ist. In Verbindung, vielleicht guckt ihr woanders auch noch so eine Container-Openings-Videos, dann kann man die so ein bisschen doppeln, kann man so ein bisschen einen Querschnitt ziehen vielleicht. Oder interessiert euch sowas überhaupt nicht? Ist das doof für euch? Ist das Spam vielleicht sogar?
Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Und das andere, was ihr mir erzählen könnt, ist, welche Team seid ihr? Ja? Seid ihr Team Honor oder Team Glory? Das würde mich auch sehr interessieren. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das unten in die Kommentare mit reinschreiben würdet. Das ist immer cool, sich darüber so auszutauschen. Man muss ehrlich sagen, Team Honor führt heute schon, also recht deutlich. Bin mal gespannt, die haben jetzt eine neue Mechanik da installiert, ob das wirklich dazu führt, dass das jetzt besser verteilt wird, ob morgen dann das andere Team weiter vorne liegt. Also, das hatten sie ja mit dem Genovi-Event so ein bisschen mitbekommen, dass da doch sehr einseitig gelaufen ist. Hier haben wir die ganzen üblichen Hydra und so weiter. Also alleine wegen den Sonderflaggen und wegen den Lackierungen natürlich, ne? Ist das immer eine coole Sache. Also ich persönlich finde es halt einfach geil, weil ich so eine Lackierung einfach mag. Und diese Sonderflaggen braucht man immer wieder, um irgendwie sich ein bisschen voranzuarbeiten. Kann ich natürlich immer super gut einsetzen. Gerade wenn ich euch als Streamer dann auch die neuesten Schiffe und so weiter zeigen möchte. Ohne Kontributorstatus muss man sich die erarbeiten oder den eben her, sag mal, erkaufen ein bisschen. Das gehört halt auch mit dazu. So, jetzt sind wir beim letzten Container und der T5-Auftrag fehlt tatsächlich, aber ich bin super, super glücklich, dass wir jetzt hier drei Forschungsschiffe rausgezogen haben. Also ab nächsten Monat sind die dann ja sowieso komplett verfügbar für jeden. Ich habe jetzt nur den Vorteil, dass ich eben vorab schon mal ausprobieren kann, voll erforschte Schiffe bekommen habe, weil sobald man diesen Auftrag fertig gemacht hat, hier ist die Ismael-Aufgabe, bekommt man eben komplett alle Tierstufen. Ne? Das ist, ja, das Entscheidende. Wobei, ich sehe jetzt gerade Schiffe, mit denen sie den Kampfauftrag erfüllen können. Tier früher, oder ach, ich habe gerade Schreck bekommen, dachte gerade, ich muss das 5 Schiff haben, damit ich die Ismael-Aufgabe erledigen kann. Das wäre es jetzt. Nein, also ihr bekommt dann komplett T6-Schiff hier, inklusive aller Module, die das Schiff gibt. Die Vladivostok ist dabei. Und irgendwo war es doch noch, noch eine Geschichte. Da ist die Shinob, das ist dann der T7-Schiff. Perfekt. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch. Wir gehen jetzt schnell noch in die Waffenkammer und stellen hier uns die Laso noch in den Hafen, weil ich habe jetzt 1575 Token. Ich habe richtig gerechnet und die tauschen wir jetzt gegen die Laso ein. Das ist den T7-Dampfer auf Kutuzov-Basis sozusagen, ein bisschen ohne Nebel, eigentlich nicht Kutuzov-Basis, sondern die Torsch-Basis, bloß ein bisschen aufgebohrt, bessere Panzerung hat das Schiff und so weiter und so fort. Also gut, mal gucken, ich bin sehr gespannt, ich habe bis jetzt schon ein paar coole Sachen gehört und dann auch wieder ein paar negative Sachen, aber ich mag es ja, so eine Schiffe zu haben, wo alle sagen, Dreck, ja, braucht keine Sau und am Ende kommt es dann doch wieder darauf an, ob das Schiff einem selber liegt oder eben nicht, sondern sollte vielleicht nicht so unbedingt immer alles auf alles hören, was die anderen so erzählen. So, da der Server jetzt hier so ein bisschen laggt offensichtlich und mir die Laso noch nicht gut geschrieben werden will, sag ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für Zuschauen, danke für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Seekraus-Kanal und spätestens morgen am 27.04. ab 20 Uhr im Livestream. Ich freue mich auf euch, bis dahin, macht's gut. Euer Seekraus-Team, euer Andi. Ciao, ciao.